If you can dream it, you can do it, sagte einmal der Vater des Animationsfilms Walt Disney und gab damit einer ganzen Nachkriegsgeneration das Leitmotiv für ihr Streben nach wirtschaftlichem Erfolg vor. Wir möchten zeigen, dass Visionen wahr geworden sind. Was mir persönlich auffällt, ist, dass harte, emotionale Diskussionen geführt werden. Man kann fast diskutieren darüber, bist du für oder bist du gegen die Klimaänderung. Und ich denke, darin verstehe ich mich eben auch, die Möglichkeiten wahrzunehmen, um eben diese Diskussionen versuchen zumindest etwas zu versachlichen. Vision war es, eine Energiewende herbeizuführen, die nötig ist, um unser Klima nachhaltig zu schützen und unsere Energieversorgung langfristig zu sichern. Heute stecken wir schon mitten in der Realität. Etwa viermal so viel, wie die Atmosphäre vertragen würde an Treibhausgasen, viermal so viel wird derzeit limitiert. Die Messe ist sehr gut gestartet, 08. Wir sind außerordentlich erfreut, wie viele Leute es gekommen sind. Wir haben auch sehr gute Echos vom Seminar. Wir haben angeregte Diskussionen gehabt. Es ist ein riesen Interesse. Wenn ich etwas mache, soll es auch so sein, dass es möglichst umweltgerecht ist und auch langfristig ein bisschen Sinn macht. Die Arbeitsgruppe Plushaus ist erwähnt worden und eben die Arbeitsgruppe Hochleistungswärmedämmung. Auf der einen Seite haben sie einen Verdichter, der ist elektrisch angetrieben. Auf der anderen Seite haben sie ein Ventil, das entspannt. Wir müssen uns lösen von den gewohnten Denkweisen, wenn wir uns damit beschäftigen, welcher Baustoff wird wo für welche Aufgaben optimal eingesetzt. Die Internationale Alpenschutzkommission SIPRA verleiht 7 Preise für vorbildlichen Klimaschutz in den Alpen. Dazu heiße ich Sie ganz herzlich willkommen hier in Bern. Unter dem Eindruck der rasanten Preisschwankungen von Öl und Strom lächelt heute längst niemand mehr über erneuerbare Energien. Geht es doch in Europa vielmehr darum, den Anschluss an die neuen Technologien nicht zu verpassen. Die Hausbau- und Energiemesse ist für uns eine sehr umfassende Messe. Es ist für uns eine sehr gute Plattform, um uns eben den Endkunden zu präsentieren. Das ist eine gesamtschweizerische Messe. Die Thematik ist sehr wichtig. Es ist wahrscheinlich die zentrale Messe. Die Leitmesse schlechthin. Wie sieht, dass Minergie ein Thema ist. Die Leute sind informiert und interessieren sich sehr. Wir haben ein breites Publikum, das das als eine wesentliche Messe anschaut und sich hier orientieren kann. Ich interessiere mich vor allem für Wärmepumpen, Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen. Die Sache, ob die Schweizer etwas besser haben wie die Deutschen. Cerchiamo un po' per tutta la casa, no? Dream it, you can do it. We do it. Danke.